Hey Leute, ich bin's, MacPaperic. Ja, in diesem Video möchte ich euch gerne einmal zeigen, wie ihr eure Avocado bzw. euren Avocadobaum richtig schneidet. Ja, bevor man seinen Baum schneidet, schaut man sich diesen natürlich erstmal genau an, um dann zu entscheiden, wie man ihn ja beschneiden will. Ich mache das hier einmal, ich gehe einmal von oben nach unten durch. Ihr könnt sehen, meiner ist also recht hoch. Und unten ist er relativ dicht und weiter oben wird er dann ja ein bisschen kahler. Das ist ganz normal bei Avocadobäumen, zumindest bei jungen Bäumen. Diese treiben erstmal, ja, wenn man sie nicht beschneidet, nicht so viel zur Seite aus und deshalb werden sie dann relativ lang und dünn. Hier könnt ihr noch sehen, dass mein Baum hier auch einen zweiten Trieb gebildet hat. Der ist nicht ganz so hoch gewachsen und dadurch wesentlich dichter gewachsen. Und ich möchte jetzt auch, dass der lange Trieb hier bei mir dichter wird und deshalb werde ich diesen beschneiden. Durch das Beschneiden wird der Baum jetzt einmal wesentlich kräftiger werden. Er wird also mehr austreiben zur Seite hin, dadurch breiter, der Stamm wird breiter und das tut dem Baum auch gut. Dadurch ist er zum Beispiel nicht so anfällig für Krankheiten. Ich hatte jetzt hier über den Winter leider ein paar Blattläuse. Das hat dem Baum ein bisschen geschadet. Ich habe diese Blattläuse aber bekämpft mit ganz natürlichen Hausmitteln. Habe ich euch unten mal verlinkt, wie man das macht. Und ja, jetzt kommen wir mal zum Schneiden. Da braucht ihr eigentlich nur eine ganz normale Heckenschere und dann könnt ihr auch schon loslegen. Ja, ich werde meinen Baum jetzt genau hier abschneiden. Hier hat er schon mal einen Seitentrieb. Das heißt, er kann dann hier oben beginnen und die Krone bilden. Wie gesagt, zum Schneiden nehme ich hier eine einfache Heckenschere. Setze hier einmal an und ab ist das Ganze. Ja, hier seht ihr jetzt die Schnittfläche. Am besten stellt ihr den Baum jetzt nicht in die pralle Sonne, damit die Schnittstelle erstmal in Ruhe zuwachsen kann. Ja, zwei Tage später könnt ihr ihn dann wieder an einen sonnigen Platz stellen. So viel habe ich jetzt hier ungefähr abgeschnitten. Es gibt ja da viele Hinweise im Internet auch, dass man den Baum nach 30 cm schon schneiden soll. Oder nach einem halben Jahr, ist eigentlich alles euch überlassen, wie ihr das Ganze machen wollt. Es ist halt immer die Frage, was wollt ihr für einen Baum haben? Wollt ihr eine gewisse Höhe haben und soll er dann buschig sein, so wie ich es jetzt haben möchte? Dann schneidet ihr ihn halt immer erst ab, wenn er die entsprechende Größe erreicht hat. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Hier könnt ihr mich kostenfrei abonnieren, dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Ich sage bis zum nächsten Mal. Euer Mac Peverick.